Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal um ein neues Fahrzeug gehen aus dem Chip Shop DLC. Und zwar in diesem Video tue ich für euch den Gronti Turismo Omega. Ihr seht den Wagen hier gerade schon vor mir und den könnt ihr im Internet unter Legendaries Motorsport erwerben. Und zwar seht ihr hier den Wagen gerade schon vor mir. Den könnt ihr für 2.845.000, also schon ein ordentlicher Preis, aber es ist noch unter 3 Millionen. Und ihr könnt hier sogar auch die Emin-Tech-Wehr einbauen. Das werde ich euch hier aber nicht zeigen. Da werde ich euch mal hier ein Video verlinken, wo ich in ein Auto das alles einbaue mit dieser Emin-Tech. So, ich steige jetzt hier erstmal ins Auto ein. Und dann fahre ich in Alice Custom rein und dann tune den Wagen und danach teste ich ihn nochmal. Also wenn ihr um den Wagen nichts verpassen wollt, dann bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos. Denn dann werde ich euch auch was zum Handling sagen können. So, es ist wieder ein Supersportwagen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. So, als erstes mal die Stoßstange Front. Da haben wir einmal so einen Flossensplitter. Dann den Carbon-Schmiede-Flossensplitter. Den gibt es auch nochmal in der Hochleistungsversion oder halt so ein Schmiedehochleistungssplitter, dann den Carbon Track Splitter, den gibt es auch in so eine Schmiedetrack Version. Da nehme ich einfach mal hier den Hochleistungssplitter. So, dann geht es weiter mit Heckstoßstange. Da können wir einmal so eine Carbon Beschichtung anbringen. Die gibt es auch in dieser Schmiedeoptik. Da lasse ich das mal weg. Ich finde das Carbon irgendwie nicht so schön. So, vorne können wir noch an den Seiten so Kantnetz anbringen. Ja, nehme ich mal hier diese. So, dann Motor nehme ich Verbesserung 4, wie sonst auch. Dann Auspuff können wir jetzt noch ändern. Einmal den Chromauspuff oder Titanauspuff. Da nehme ich mal den Titanauspuff. So, dann Lichter. Da baue ich Tierenscheinwerfer ein. Wie sonst auch. So, dann kommen wir jetzt zu den Designs. Da zeige ich die alle euch einmal. Da brauche ich ja nicht viel zu sagen. Also kommt jetzt ein bisschen Musik. So Leute, das waren jetzt auch schon alle Designs. Da nehme ich jetzt erstmal kein Design. Ich finde die alle nicht so passend. So ein Nummernschild nehme ich gelb auf schwarz, wie sonst auch. Lackierung machen wir ganz am Ende nochmal. Jetzt können wir das Dach auch noch ändern. Können wir Kunststoffdach, Carbondach oder also ein Schmiededach. Da lasse ich mal Standarddach. So Seitenverkleidung haben wir einmal die Carbon-Seitenverkleidung. Die gibt es auch wieder in dieser Schmiedeoptik. Dann die Carbon-Track-Seitenverkleidung, auch wieder in dieser Schmiede-Version oder halt die Carbon-Hochleistungs-Seitenverkleidung. Da nehme ich mal hier diese Carbon-Seitenverkleidung.
So, dann Splitter können wir vorne noch ändern. Also ein Carbon-Einlässe, die gibt es auch in dieser Schmiedeoptik. Dann die Carbon-Einlassflossen, auch wieder in dieser Schmiedeoptik. Oder halt die Carbon-Beschichtung. Da nehme ich einfach mal hier diese Einlässe. So, dann Spoiler können wir noch ändern. Haben wir einen serienmäßigen Carbon-Spoiler. Den gibt es auch wieder in dieser Schmiedeoptik. Dann so ein anderer Carbon-Flügel. Und halt einen Track-Flügel haben wir auch. Und dann noch so einen Hochleistungsflügel oder den SPL-Straßenflügel. Da lasse ich einfach mal einen Standard-Spoiler. So Sonnenblende könnten wir jetzt vorne noch anbringen. Da lasse ich auch mal weg. Federung, nehme ich mal die Wettkampffederung. So, dann Getriebe baue ich auch noch ein. So, Kofferraum können wir jetzt auch noch ändern. Können wir vorne so ein bisschen was ändern. Ja, dann nehme ich einfach mal hier die mit diesen Doppeleinlässen. So, Turbo baue ich auch noch ein. Einlässe können wir jetzt auch noch einbauen. An der Seite. Ja, nehme ich einfach mal den Kotflügel mit den Einlässen. Sonst habt ihr dann noch den Track-Kotflügel mit so Carbon-Einsatz. So, Fenster nehme ich Limousinenglas. Wie sonst auch. Felgen. Nehme ich einfach mal die Sportfelgen, die ich sonst auch immer nehme. Das waren die hier. Und dann als Felgenfarbe, ja, mache ich jetzt einfach mal die schwarzen Felgen. Ich finde, dann sieht der Wagen echt ganz cool aus, soweit. Also, ich finde, der hat irgendwie was. So, dann gehen wir mal auf. Achso, dann zeige ich euch nochmal. Für, oder die Lackierung wollte ich ja noch ändern. Können wir auch echt nur Primärfarbe ändern. Und da lasse ich mal das Blau erstmal. Kann ja jeder selber entscheiden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Lackierung ihr genommen hättet. So, für den Preis könnt ihr jetzt den Wagen verkaufen. Also für ungefähr 1.800.000. Ist noch relativ in Ordnung, was wir dafür noch kriegen. Ich finde halt so vom Aussehen her, sieht der Wagen auch mega cool aus. Hat irgendwie was mit diesem Blau. Und den Seiteneinlässen. Oh gut, da habe ich jetzt den Wagen fast gespottet. Fahre ich nochmal kurz rein. Also hinten könnt ihr auch eigentlich in den Motor reinschauen. Aber da ich da halt das Limousinenglas drauf habe, sieht man da jetzt gerade nichts. Sonst würdet ihr halt auch den Motor sehen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, wenn man da so ein bisschen, ja, den Motor einfach sieht. So, und dann kommen wir jetzt noch zum Test. Jetzt hier mal ein bisschen rumfahren. Also der Wagen ist echt flott unterwegs. Also hier die Beschleunigung. Da merkt man, der hat echt Power. Also damit seid ihr echt flott unterwegs. Ja, also zur Beschleunigung kann ich nur echt Gutes sagen. Und sonst das Handling von der Lenkung und so ist auch echt gut. Also da habe ich auch nichts Negatives zu sagen. Aber bei dem Preis von knapp 3 Millionen sollte das auch so sein. Also das erwarte ich dann auch einfach, dass der Wagen vom Handling und so sich mega gut fährt. Ich finde beim Tuning, da hätte es ein paar mehr Spoiler geben können. Da fand ich die Auswahl jetzt nicht. Ja, gab es ja nur 5, 6. Da gibt es ja manchmal bei manchen Autos 20 oder so zur Auswahl. Aber gut, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Wie ihr das seht von dem Tuning. Also einiges konnte man da ja doch schon tun. Aber wie gesagt, einfach ein bisschen mehr Auswahl. Hätte ich mir da ein bisschen gewünscht. Also vom Handling, also vom Fahrverhalten fährt sich der Wagen echt spitze. Ist ja ein super Sportwagen, also der sollte gut mit anderen auch mithalten. Müsste man dann halt mal ein extra Testvideo machen im Vergleich zu anderen Sportwagen. Aber ich denke, hier wäre es das erstmal gewesen. Schreibt mal eure Meinung zum Tuning und vor allen Dingen zu meinem Tuning rein. Hättet ihr den Wagen anders getunt? Was hättet ihr getunt? Das würde mich interessieren. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen und wenn ihr keine weiteren Videos und um das neue Update und vor allen Dingen
rund um GTA Online Universum und GTA 6 verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao Leute!